Hallo Leute und willkommen nochmal zu einem kleinen Infovideo wegen dem Hexi-Projekt, was ja bald startet wird. Da wollte ich jetzt nur mal ganz kurz sagen, Moment mal ganz kurz muss ich den Ton hier leiser stellen, weil das Teamspeak piepsen, das hält ja keiner aus, weil ich da gemutet bin. Na, ist jetzt aber auch egal. Ja, ihr könnt euch noch gerne bewerben. Entweder schreibt ihr, also bewerbt euch bei der Website, wie wir das eh schon gesagt haben, da stelle ich euch einen Link in die Beschreibung. Da könnt ihr euch einfach bewerben. Die Voraussetzungen sind, dass ihr mindestens 30 hätte ich jetzt gesagt, dass ihr mindestens 13 Jahre alt seid, dass eure Aufnahmen nicht zu stark ruckeln. Wenn sie ein bisschen ruckeln, ist es ja auch nicht schlimm, das ist ja bei uns auch hin und wieder. Das kann passieren, das hat jeder PC mal. Das ist völlig verschieden. Das Mikrofon oder Headset sollte schon ein bisschen was Besseres sein, weil solche ja, Headsets oder Mikros, die dann einfach nur rauschen, sowas. Nee, wenn man dann vielleicht mal. Also es kommt ja darauf an, in welchem Team man ist, aber trotzdem will ich das dann den anderen, die dann gute Sachen haben, also Equip haben, will ich das dann nicht antun, dass dann einer dabei ist und dann rauscht alles in deren Aufnahmen. Ja, die Aufnahmezeiten, ich sage das einfach nochmal, ich weiß, wir haben schon mal ein Video darüber gemacht, aber schön langsam wird es dringend. Wir brauchen jetzt nämlich noch mindestens, ich glaube, vier Leute, glaube ich, noch, dann sind es 12. Ich glaube, vier. Bin mir jetzt nicht sicher. Fünf oder vier? Ja, vier oder fünf. Eins von zwei. Ist jetzt auch egal. Wer dann noch nachrücken will, wird höchstwahrscheinlich, ich weiß es aber noch nicht, sozusagen Nachrücker Start geben. Da braucht man dann aber auch wieder mindestens vier Spieler, die nachrücken. Also das. Dazu wird es eh nicht kommen. Wahrscheinlich. Ja, geplant sind momentan ja, drei Städte mit vier Leute, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, genau weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube, es sind drei Städte, mindestens drei Städte, mit entweder drei oder vier Leute. Mit vier Leuten ist es natürlich besser, weil, ja, wie soll ich sagen, ja, das wird man eh wissen. Muss nicht immer sein, aber kann mal vorkommen, dass man sich dann leichter streitet, wenn man zu dritt ist, weil dann halten zwei vielleicht zusammen oder ist der andere ganz allein da. Ja, das will ich eigentlich auch nicht im Projekt. Und so können es trotzdem noch. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ist ja egal. Gut, also ihr könnt euch da noch bewerben. Ihr braucht ja einfach Hexit. Wenn ihr einen Hexit Crack habt, könnt ihr da auch mitmachen. Dann muss ich noch schauen, weil man kann, soweit ich weiß, zumindest bei Tagit geht's, kann man Plugins installieren, so wie World Edit und so. Vielleicht geht da auch Outme, das wäre nämlich sehr schlau. Ja, können auch Leute, die Crack haben, mitspielen. Naja. Ich weiß da überhaupt nicht, wo man sich diesen Crack hier besorgt oder keine Ahnung, wie das alles funktioniert, aber ist auch egal. Und ja, als nächstes, die Folgen dürfen eine halbe Stunde lange sein und es muss, also wirklich muss, jeden Tag eine Folge kommen, wenn man krank ist oder sonst irgendwas. Das ist dann eine Ausnahme. Aber wenn man jetzt einfach. Also für mich ist zum Beispiel eine Ausrede, ich bin krank. Oder nicht Ausrede, aber. Ja, wie soll ich sagen, ein Grund. Zum Beispiel, wenn man krank ist. Oder wenn. Wenn. Ja, was kann denn noch sein? Ich kann ja mal aufzählen, was für mich keine Ausreden sind. Ausreden sind für mich keine. Also, ich muss lernen. Weil es ist meiner Meinung nach kein Problem. Ich gehe ja selbst nicht mehr in die Schule.
Ich habe jetzt eigentlich noch weniger Zeit, weil ich ja arbeiten gehe. Und da habe ich erst ab 5 Uhr Zeit. Aber das wollte ich jetzt, leg schon wieder vom Thema ab. Ja, das ist für mich keine Ausrede, weil man hat bestimmt eine halbe Stunde Zeit, dass man sich hinsetzt, schnell was aufnimmt. Die Folgen können ja auch nur 15 Minuten lang sein, das ist auch kein Problem. Also 15 Minuten sollten sie mindestens dauern, würde ich mal sagen. Also bis zu einer halben Stunde maximal. Moment, jetzt habe ich es vergessen. Ja, das ist für mich keine Ausrede, weil eine halbe Stunde hinsetzen oder 15 Minuten sich hinsetzen, kurz mal so ein kleines Video machen, dann das einfach in das Bearbeitungsprogramm reinziehen. Meinetwegen nehme ich jetzt als Beispiel Camtasia. Einfach reinziehen, Intro davor ziehen, Übergangseffekt, Musik. Das war's. Das ist eine Arbeit von 5 bis 10 Minuten und während das rendert, kannst du doch lernen oder kann man ja lernen und während es hochladet, kann man auch lernen. Also das ist vielleicht ein Zeitaufwand, wenn man eine halbe Stunde Folge macht, vielleicht ein Zeitaufwand von ja 40, 45 Minuten und das ist nicht viel. Vor allem nicht, wenn man vorproduziert und da kommen wir jetzt zum nächsten. Aufnehmen kann man. Also am Server kann man so lange man will. Also es gibt jetzt nicht so eine Regel wie du musst jetzt nach einer halben Stunde runter und darfst erst morgen wieder. Sowas nicht, weil das brauchen wir auch. Wir tun immer vorproduzieren. Und ja, das ist eigentlich immer so. Und wer dann auch noch vorproduzieren will, kann das machen. Also da kann man eine halbe, sage ich schon, kann man 3 Stunden lang aufnehmen oder nur 15 Minuten. Von mir aus auch 24 Stunden, das wird keiner durchziehen, aber ja, zu den Livestreams, wer Livestreams macht, die dürfen 2 Stunden lang sein, man muss dann aber eine, ja, sozusagen, man muss dann in der nächsten Folge darüber erzählen, was man im Livestream gemacht hat, also wirklich genau erzählen, oder man ladet den Livestream auf YouTube hoch. Wer sich da dann nicht auskennt mit dem Hochladen, da muss man nichts schneiden, nichts rendern, nur auf ein paar Knöpfchen drücken und einen Titel und Beschreibung eingeben und das war's. Twitch erledigt das schon, aber das kann ich euch auch erklären. Also dann noch, also für die Teilnehmer jetzt, die dann teilnehmen werden oder die schon teilnehmen, besser gesagt. Ja. Das wollte ich euch jetzt nur sagen. Ich glaube, im Hintergrund müsstet ihr doch, da müsstet ihr das Gameplay von gestern von mir sehen. Da war ich, keine Ahnung, wie spät war es da? 11:30 oder so. Ich weiß, es ist jetzt nicht so spät, aber ich war da schon um 17:45 auf. Weil gestern war ja Freitag. Also, wo ich das aufnehme, war gestern Freitag. Ihr seht das ja am Sonntag. Wegen Arbeit und so. Ja. Da habe ich das noch aufgenommen. War ich, glaube ich, Dritter oder so. Naja, egal. Gehört schon wieder nicht dazu. Ja, es wird wahrscheinlich alles so ablaufen, dass. Also, man benötigt. Ja, würde ich schon sagen, dass man Teamspeak benötigt. Es wird dann eigene Channels geben. Also, jetzt, da wird dann stehen. Ja, keine Ahnung. Team Rot, Team Blau, Team Grün, Team was weiß ich. Und also da gibt es dann wahrscheinlich jeweils 2 Channels oder so für ein Team. Weil man muss ja nicht immer miteinander aufnehmen, man kann auch alleine aufnehmen oder so. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich noch sagen. Also wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, wo ihr euch bewerben könnt. Ihr könnt aber auch eigentlich nur einen Kommentar auch schreiben, das reicht auch aus, oder eine PN. Oder PM, wie ihr sagen wollt. Wollte ich es auf Englisch sagen und auf Deutsch. Englisch PM, Deutsch PN. Na egal. Für die, die es übrigens nicht wissen, PN heißt private Nachricht und PM das gleiche nur in Englisch. Private Message. Genau. Gut, dann war es jetzt eigentlich. Das Gameplay im Hintergrund werde ich noch in der Ruhe so weit laufen lassen, wie es eben noch dauert. Falls es, wie lange nehme ich auf? Oh doch, das könnte, ich glaube, noch 10 Minuten.
Nein, nicht ganz. 8 Minuten. Minuten könnte es auch dauern, aber ihr werdet das eh ein bisschen schneller sehen. Aber ist egal, ich lenke von Themen ab, das ist so bei mir. Gut, und das eins will ich jetzt noch sagen, und zwar, wie geht es jetzt eigentlich weiter nach The Dropper? Weil das Hexi-Projekt startet erst in circa 2 Wochen, weil da noch irgendwas, also wo wir den Server hosten, den gibt es übrigens schon. Wir wollten ja eigentlich schon, ich glaube, wir wollten schon nächste Woche, also ab morgen dann, wenn ihr das seht. Ja, ab morgen wollten wir schon starten. Aber ja, die sind irgendwie zu doof, dass sie das einstellen, und jetzt gehen da keine Modpacks. Ich hoffe, das wird jetzt bald gefixt, weil über Nitrado ist das sau teuer. Da haben wir jetzt zwar auch noch einmal, das letzte Mal haben wir jetzt Killer PvP nochmal dafür nochmal gezahlt. Die RP gibt es also noch, aber da ist momentan Tagit oben. Wir spielen ein bisschen privat Tagit. Na gut, dann würde ich jetzt sagen, war's das jetzt, und ja, dann, und ciao, Leute.